Ja, servus, liebe Kinderautoren, schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Überall steigen zurzeit die Rauchsäulen hoch. Es wird gegrillt. Und wollt ihr mal eure Gäste und die Kinder beim Grillen überraschen, dann habe ich eine ganz tolle, super einfache Grillidee für euch. Da wird ja immer so rumgeschachtelt dann beim Grillen, ist ja furchtbar, vor allen Dingen sind hauptsächlich zu 99% Männer. Da wird dann ein Kobe Rindfilet eingekauft, was ich will, Euro pro 100 Gramm, und wird rumgeschachtelt. Dann wird mit dem richtigen, der Kerntemperatur rumgeschachtelt, da werden also Thermometer reingesteckt und über die App geschaut, wie warm das im Inneren vom Fleisch auf dem Grill jetzt ist. Um Gottes Willen! Dann gibt es den Strebergrill, der mehr Bedienungselemente unten dran hat als eine Boeing 474. Also es ist wirklich furchtbar, was da so abgeht. Was mir wichtig ist, wenn ihr grillt und es sind Kinder dabei, dann solltet ihr gut aufpassen. Es passieren leider jedes Jahr in Deutschland immer wieder schwere Unfälle, bei denen sich die Kinder schwere Verbrennungen zuziehen. Da können die ein Leben lang drunter leiden. Und bevor wir heute mit unserem wirklich simplen, aber hervorragend tollen Grillrezept anfangen, es wird wirklich noch wichtig, jetzt ein paar kurze Ideen, Anregungen euch weiterzugeben, wenn es um die Sicherheit der Kinder beim Grillen geht. Also ganz wichtig ist, lasst die Kinder nie allein am Grill. So Feuer, das ist so vielleicht selber aus der eigenen Kindheit, das zieht die Kinder an. Keine Diskussion, und dann stehen sie gleich in der ersten Reihe und wollen die rote Wurst oder das Bratwürstel selber mitwenden. Aber wichtig ist einfach, es können ganz, ganz schwere Brandverletzungen sehr schnell entstehen. Und deswegen bitte nicht die Kinder allein am Grill lassen. Auch wenn der Sichtkontakt hat, nicht Grill bloß ein paar Meter weg ist, das kann böse ausgehen. Und schon sind wir beim zweiten Punkt. Der ist doch klar, wenn man grillt, dann spielen die Kinder miteinander Fußball oder weiß ich was. Und dann kann es ihnen passieren, wenn die laufen, wenn die toben, wenn die Ball spielen, wenn die Federball spielen, dass so ein Grill umstürzt und die heiße Grillkohle oder das Grillgut auf Kinder drauffällt und sie können auch ganz, ganz böse Verletzungen davon tragen. Das nächste ist, wenn ihr keinen Strebergrill habt oder mit diesem automatischen Anzünder und Gas, sondern noch richtig mit Kohle und mit Holz arbeitet, dann ist es gefährlich, mit flüssigen Grillanzünder wie Spiritus oder Alkohol zu agieren. Weil diese Brandbeschleuniger haben ein Problem. Es gibt oft Stichflammen, die zum Teil ein paar Meter hoch sein können und deren Wirkung ihr nicht im Griff habt. So, jetzt sagen, ja, ich soll da meinen Grill anzünden. Da gibt es Videos auf Kinderautor dazu, beziehungsweise verwendet feste Anzünderiegel, Startbriketts oder Grillpaste. Das habt ihr besser im Griff als diesen Spiritus. Seid den Kindern wieder ein schlechtes Vorbild. Es gibt Verpuffung, die auch passieren kann. Und wenn die Kinder dann neben euch stehen, alles andere als gut. Wichtig ist auch, den richtigen Grillplatz auswählen. Momentan, wenn es so eine trockene Phase hat, dann kann es sein, nicht unbedingt in den Wald gehen und da anzugrillen, weil alles staubtrocken ist. Und damit könnt ihr große Brände auslösen. Habt ihr schon mal alles bereit, wenn es wirklich passieren sollte, eine Löschdecke oder etwas zum Löschen. Dann wichtig, dass der Grill einen festen Stand hat. Das ist, glaube ich, auch selbstverständlich. Dann, dass ihr Abstandhalter habt vom Aus- oder einen Außenring, damit das wirklich sicher ist, das Ganze. Sicheres Equipment, das ist auch wichtig. Und passende Kleidung. Hört sich jetzt so leicht an, so lustig an, ist es aber nicht, weil wichtig ist, dass es Kleidung ist, die nicht schmelzen kann, wenn es zu weit ist und so weiter und so fort. Und wenn ihr das beachtet, ja, dann habt ihr mit den Kindern beim Grillen sicher viel Gaudi und so soll es ja auch sein. Ja, und jetzt, lange genug geredet, kommt unser super tolles Rezept. Das zeige ich euch jetzt, das besteht eigentlich nur aus drei Komponenten. Die getrockneten Aprikosen übergießen wir mit kochendem Wasser. Das macht es besser ihr und nicht die Kinder. Wir lassen jetzt die Aprikosen ca. 10 Minuten im heißen Wasser einweichen. Die Aprikosen schneiden wir auf, die eingeweicht worden sind, klappen es auf, legen jetzt hier in die Mitte unseren Feta-Würfel hinein und jetzt nehmen wir vom Rosmarin, der wächst bei mir wie Unkraut im Garten, nehmen wir jetzt einfach und spießen wir da rein.
So, fertig das Ganze und jetzt kommt es so auf den Grill. Schmeckt genialst. So, jetzt grillen wir mal kurz für ein paar Minuten unsere leckeren Sachen hier auf dem Grill an. So, jetzt haben wir hier fertig unsere Rosmarin-Spießchen. Wer will, kann auch solche Melonenspießerl dazu machen. Und das geht jetzt ab auf den Grill. Sprache habe ich nicht angehört, ja, aber ich bin. So, jetzt schneiden wir die Zucchini in circa einen halben Zentimeter dicke Scheiben. Wichtig ist ja, die Zucchini sollten aus heimischem Anbau sein. Diese sind aus Franken, die fränkeln ein bisschen. Ne? Aber das ist wichtig, dass man weiß, wo die Sachen gehen. So, das Gemüse wird jetzt etwas gesalzen. Dann machen wir da einen Deckel aus einem Teller drauf. Schütteln das Ganze gut durch und lassen es jetzt circa 10 Minuten ziehen. Die Karotten tun wir schälen und jetzt dann längs halbieren. Die Karotten kochen wir jetzt 3-5 Minuten bis fest. Die Auberginen und die Zucchini legen wir jetzt auf den Grill und braten sie hinten und vorne, also beidseitig, an. So, jetzt grillen wir mal kurz für ein paar Minuten unsere leckeren Sachen hier auf dem Grill an. So, unsere Rosmarin-Aprikosen sind jetzt fertig und wir nehmen sie jetzt. Ja, meine Lieben, was sagt ihr jetzt zu diesem tollen Grillrezept? Ja? Da kann man doch gern mal diese leckeren gefüllten Aprikosenhäppchen und das Gemüse auf den Grill werfen. Und die Kinder und die Gäste sind davon positiv überrascht. Es muss nicht immer die Fleischbombe sein. Ja? Weitere tolle Ideen für drinnen und draußen Outdoor-Rezepte findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ich freue mich sehr, wenn ihr es wiedersehen. Und zwar am besten draußen. Und passt bitte beim Grillen mit den Kindern auf. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht es gut. Für den Servus. So, jetzt haben wir hier fertig unsere Rosmarin-Spießchen. Wer will, kann auch solche Melonenspießerl dazu machen. Und das geht jetzt ab auf den